So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge War Thunder. Und ja, heute spielen wir die russischen T-34 und ja, eigentlich nur deswegen, weil ich noch ein bisschen was zu erzählen habe und die Panzer recht einfach sind, sage ich jetzt mal. Jo, ich habe die Mission gewonnen, juhu, Freude. Ja, die Panzer sind recht einfach zu spielen, deswegen geht das heute mal. Noch kurz zu den letzten 3 Tagen, da kam ja nichts für alle, die das Infovideo nicht gesehen haben. Ich war gar nicht zu Hause, ich war weg und habe meine neue Wohnung übernommen. Und ich ziehe dann auch bald um, aber da sollte dann alles mit den Videos klappen, sofern ich nicht wieder vergesse, das Mikrofon einzustellen. Ja gut, was ich noch erzählen wollte, ach genau, ich habe in meiner neuen Wohnung habe ich selbstverständlich Internet und ich habe nicht irgendwie Internet, also ich gehe studieren, deswegen Studienstadt, da erwartet man eigentlich tatsächlich gutes Internet und das habe ich auch. Ich habe zwar nur Kabel-Internet, es hat halt einige Nachteile, was ich hier zu Hause nicht habe, aber das Internet reicht, um zu streamen, ja, juhu, der Upload reicht, um flüssig zu streamen auf höchsten Einstellungen. Was mich natürlich sehr freut, euch hoffentlich auch. Das heißt, Mitte nächsten Monat wird es einen neuen Stream geben. Und vielleicht ab da an auch regelmäßig, je nachdem wie ich es zeitlich schaffe. Ich muss ja nebenbei auch noch studieren. Das ist ja auch nicht so ganz zeitaufwendig. Ja, und deswegen Mitte nächsten Monat wird es auf jeden Fall einen Stream geben. Mal wieder. Und dann hoffentlich klappt das alles. Ja. Ich habe halt nur Kabel-Internet und da ist halt der Nachteil, man hat halt deutlich weniger Upload als Download. Hier zu Hause habe ich zum Beispiel 25 Mbit Download. Alles klar. Schießt halt auf mich. Und weg. Hier zu Hause habe ich halt 25 Mbit Download und 6 Mbit Upload. Das reicht vollkommen zum Stream auf höchsten Einstellungen. Das Problem ist. Nein, Grafikfehler, alles klar. Das Problem ist. Doch kein Grafikfehler, hallo. Nein, 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 nein. Noch ein Sturmgeschütz. Was soll denn das? Hallo, Sturmgeschütz. Du hast eine längere Ladezeit als ich. Sag ich doch. Huiuiuiui. Ja, die T-34. OP. Auch wenn man das nicht sagen darf. Schade. Der guckt gar nicht auf mich, ne? Ja dann. Tschüss. Alles klar, Kollege. Dann eben nicht. Ah, schade. Das ist halt das. Wird dir grün angezeigt und kannst trotzdem nicht drauf schießen. Und tschüss. Oh, verdammt. Das muss auch vorkommen, mich platt machen. Wie schnell die in letzter Zeit ihre Leute ersetzt haben, ist ja nicht mal feierlich. So, Kollege, jetzt ist er kaputt. Mann, 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 Mann. Die haben ihre Leute immer innerhalb von 10 Sekunden ersetzt. Gefühlt. Da drüben steht immer noch der scheiß Cromwell. Ach, jetzt nach Cromwell, doch. Da steht ein Cromwell, Junge. Nein, fahr nicht. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Wie gesagt, Kabel-Internet nicht so schön wie VDSL. Muss ich an der Stelle sagen. Ich habe jetzt zwar 120 Mbit Download, also 120 Mbit braucht kein Mensch. Jetzt mal ganz ehrlich, das ist vollkommen übertrieben. Das braucht wirklich kein Mensch. Niemand braucht 120 Mbit Download. Außer man hat Großes vor. Was? Och komm.
Der wurde sofort weggeholt. Nein, 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 nein. Ich sitze in einem T-34. Da kann man sowas mal machen. Das sollte man aber doch dann doch nicht machen. So. Ja, also der Upload ist völlig übertrieben. Aber der Download ist halt, wie hier zu Hause, 6 Mbit. Und damit kann ich halt auf höchsten Einstellungen streamen. Und das ist halt auch mein erklärtes Ziel. Und ja, das wird soweit alles laufen. Hoffe ich. Apropos laufen, ich hoffe, die Gegner laufen mir jetzt hier ins offene Messer. Ich sollte nicht so weit vorfahren. Das kann tödlich sein. Captain gerade A. Da steht noch was in A. Auch gut. Ich glaube, das war sein Richtschütze. Ja, das war sein Richtschütze. Durch den Drehkranz. Puff. So. Hallo? Könnt ihr den mal jemand wegschießen? Weil das ist jetzt wirklich nicht so die Schwierigkeit. Guck mal. So. Das ist also nur sein Fahrer. Den kriegen wir jetzt auch noch. Puff. Ach, die T-34. OP bis zum geht nicht mehr. So, ich kann jetzt hier aber nicht vorfahren, ansonsten werde ich jetzt hier weggekloppt. Aber vom Feinsten. Pff, alles klar. T-34, ne? Also, da würde ich jetzt nichts sagen, ne? Schade. Ach, das war, glaube ich, ein T-34, auf den ich geschossen habe. Nee, dann ist alles klar. Puff. Nein. Der T-34. Ja, wenn das einer kann, dann ein T-34. Yay. Zuck. Zuck durch den Turm. Ah, mein Gott. Ja, aber ich glaube, wir haben ganz gut aufgeräumt. Ja, wieder T-34. Warum nicht? Ja, eigentlich wollte ich noch was zu den Kommentaren sagen. Ich komme leider in letzter Zeit nicht, die Kommentare pünktlich zu beantworten. Aber da gelobe ich Besserung. Ist halt so, wie gesagt, lesen kann ich sie mal so zwischendurch. Lesen tue ich sie eigentlich immer sofort, das ist nicht das Thema. Aber beantworten ist halt, dauert bei mir ein bisschen länger. Ich will ja auch nicht irgendwas antworten. Ich will dann auch schon mir überlegen, was ich antworte. Deswegen dauert das bei mir eben teilweise ein bisschen länger. Und in letzter Zeit finde ich halt nicht immer sofort die Zeit zu antworten. Und dann kann ich erst so nach 1-2 Tagen antworten. Heute bin ich eben auch schon froh, wenn ich die Folge überhaupt aufgenommen kriege. Und dann muss ich das irgendwann halt abends machen. Aber seit gewiss lesen tue ich es immer sofort. Mit dem Antworten kann es halt unter Umständen 1-2 Tage dauern. Aber wie gesagt, da gelobe ich auch Besserung. Ja. Und es gibt immer so ganz spezielle Kommentare. Hallo. Ich glaube, der Cromwell, das war der von vorhin, der eigentlich jetzt gestorben ist und an der gleichen Stelle nochmal gefahren ist. Ja gut, die Runde war schön. Die Runde war schön. Ja, was ich zu den Kommentaren vielleicht jetzt noch am Ende sagen kann. Wie gesagt, ich freue mich über jeden Kommentar, der reinkommt. Außer so ein paar Kommentare. Ihr kennt das sicher. War neulich übrigens, deswegen spreche ich das jetzt auch an, war neulich etwas, war ein Kommentar drin. Ne? Nicer Channel und dann einfach ein Link hinter von seinem Channel, wo ich mir so denke, glaubst du wirklich, das funktioniert? Ihr habt den Kommentar nie gesehen, das kann ich euch versichern, weil der gleich im YouTube-Spam-Ordner gelandet ist. Also von daher, ich weiß nicht, was der Typ sich dabei gesagt hat. Das war eine selten dämliche Leistung. Aber okay. Auch solche Kommentare gibt es. Ne? Also diese offensichtliche Werbung. Gut, das hat er jetzt beim Kanal mit 67 Abonnenten gemacht.
Ich weiß jetzt nicht, ob das so effektiv ist. Wie gesagt, ich freue mich über jeden Abonnenten, der dazukommt. Ich freue mich über jeden Abonnenten, der dabei bleibt. Und für mich selbst sind 67 Abonnenten schon ziemlich viel. Nur eben in YouTube-Verhältnissen, oder wenn man Werbung für seinen Channel in den Kommentaren machen will, ist das halt, es gibt größere Channels, wo man sowas vielleicht effektiver machen könnte. Und wo so ein Kommentar vielleicht mal leichter durchrutscht, ne? Ich meine, wenn man 1000 Kommentare am Tag kriegt, kann man nicht jeden lesen. Ich kann da schon. Also das ist nicht das Thema. Aber gerade bei solcher offensichtlichen Werbung packt man sich halt an den Kopf und sagt sich so, was war denn das für eine, was war denn das für eine Idee? Das klappt doch nie und nimmer. Naja. Gut, es gibt ja noch die anderen Kommentare, wo ich jetzt nichts gegen sage. Das sind so Kommentare wie, habt ihr bestimmt schon mal gelesen, ne? Mir gefällt deine Videos und so. Hab dich abonniert und so, ne? Wäre nett, wenn du mal auf meinem Channel vorbeiguckst, ne? Das Übliche. Gut. Meinetwegen, da sage ich jetzt auch nichts gegen. Mache ich jetzt nicht, ist jetzt nicht meine Art, aber das ist jetzt etwas, wo ich sage, okay, geht in Ordnung. Außer, und das hatte ich letztens erst. Und da gab es auch schon eine Antwort, aber nicht von mir, sondern von einem Abonnenten von mir und einem fleißigen Kommentarschreiber. Der Typ hat das einfach zweimal gemacht. Und zwar mit Copy and Paste, wo ich mir so denke, okay, beim ersten Mal hab ich's vielleicht noch, aber beim zweiten Mal, nein. Man kann ja auch in den Kommentaren ablesen, also an solchen Kommentaren, ob das jetzt ernst gemeint ist oder nicht. Hat er überhaupt das Video geguckt oder schreibt er es einfach unter irgendwelche Videos? Ja. Also da muss man sich halt, muss man halt drauf achten. Es gibt tatsächlich Leute, die schreiben dann auch drunter, jo, geiles Video, ne? Wäre nett, wenn du mal bei mir vorbeiguckst. Wo man merkt, die meinen das tatsächlich auch so. Da gucke ich dann auch mal vorbei. Ne? Das ist nicht das Thema. Bei dem einen oder anderen hat sich tatsächlich schon gelohnt. Das will ich gar nicht sagen. Zum Beispiel beim Halbkette habe ich ja auch, das war auch so ein Kommentar, habe ich auch bei ihm vorbeigeguckt und habe mir wirklich gedacht, Mensch, geiler Kanal. Also so geht's eben auch. Das ist mehr so diese, naja, indirekte Werbung. Ne? Ist quasi zwei Dinge. Quasi eine Bewertung des Videos, einen normalen Kommentar mit Werbung verknüpft. Mein Gott, das lasse ich da mal so stehen. Nur wenn man dann halt so dreist ist und das zweimal mit Copy und Paste macht, ist halt, muss ich ganz zu Recht sagen, sag mal, findest du es nicht ein bisschen dreist? Naja, gut, das zu den Kommentaren. Wie gesagt, ich freue mich über jeden Kommentar, der reinkommt, auch zu diesem Video von euch. Ja. Ich würde sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich auch über ein Like freuen. Ist natürlich auch mal schön zu sehen. Natürlich lese ich auch sehr gerne Kommentare. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, euch hat mein vieles Gelaber nicht ganz so gestört. Die Runde mit dem T34 war ja gut erwartungsgemäß jetzt nicht so schlecht. Und naja, ich bin dann auch für heute raus. Bin jetzt noch unterwegs und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann.